Hallo YouTube, willkommen wieder zu einem neuen Video zu der Serie Es war einmal. Heute stelle ich euch eine Serie vor, die in Europa, vor allem in Deutschland, nicht so bekannt ist wie in Japan oder Amerika. In Japan ist sie sowieso bekannt. Und zwar Sakura Wars. Sakura Wars ist 1996 auf dem Sega Saturn das erste Mal erschienen. Und ja, der Thorsten, also ich, Galvatrons, hat es sich Ende 97 gekauft per Zufall bei einem Händler. Der hatte ganz viele Saturn-Spiele im Programm, der hat auch gedicht gemacht und hat die alle für Steuerpreise verkauft. Dann habe ich mir damals Sakura Wars gekauft für, ich glaube, 15 D-Mark. Und dachte am Anfang so, was kann es sein? Ist es so ein Adventure, wo man sich durch die Klickbilder hier durchwühlt? Und dann habe ich das gesehen, da habe ich gesehen, oh, das ist ja ein Strategiespiel irgendwie. Tja, dann habe ich es mal reingelegt und das Intro war schon so geil, so ein Anime-Intro. Ich wollte euch übrigens von dem Spiel mal, also ich glaube von Sakura Wars 3 oder 4, mein Intro-Link in die Beschreibung unten machen und auch von den Anime selber. Auf jeden Fall habe ich es gespielt und kam dann irgendwann klar und ja, da habe ich gemerkt, das ist nicht nur so ein Adventure, sondern auch ein Rollenstrategiespiel, was mir sehr gut gefallen hat. Man spielt hier, wie heißt er, Ichiro Ogami, das ist dieser Typ hier und ja, in der Geschichte geht es halt darum, man kämpft gegen eine dämonische Armee. Es gab schon mal einen Krieg, aber das ist die Vorgeschichte. Da hat Sakuras Vater gegen die Dämonenarmee gekämpft. Und Sakura ist eben der Nachfahre und ist auch bestimmt, diese Maschinen zu steuern. Und alle die Figuren, die ihr seht, nicht jeder kann die steuern, sondern nur bestimmte Personen. Und ja, man ist ja dann der Anführer und dann kommen halt noch andere Figuren dazu. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ich weiß nur, dass sie 11 Jahre ist und aus Frankreich kommt. Und ja, es ist einfach geil, ich kann es euch gar nicht beschreiben. Das hat mir so gut gefallen damals. Ich war so traurig, wo es durch hatte. Und auch die Aufmachung ist immer sehr schön. Was ist das denn hier? Ach, Werbung. Zeige ich mal kurz die Anleitung. Jetzt fragen natürlich, verstehst du das überhaupt? Nicht wirklich, aber ich sag mal so, Videofilme, also so Werbungen, die versteht man ja. Aber so, was da steht, diese Texte verstehe ich natürlich nicht, genauso wie ich dieses Japanische nicht verstehe. So, da könnt ihr ein bisschen sehen, wie es dann abläuft. Also ich finde das so geil. Zum Beispiel der Mann hier, der hat mit Sakuras Vater im ersten dämonischen Krieg gekämpft. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber der hat ein Alkoholproblem. Und die Person ist die immer auswählt, also die Leute sucht, die Roboter steuern können. Die erinnert mich immer ein bisschen an Haruka aus Sailor Moon, weil sie ist auch so eine starke. Das ist so eine Computerintelligente, die ist so eine kleine Süße und das ist eigentlich die Anführerin, aber sie möchte am liebsten nur die Partnerin sein. Also neben ihm, Ichiro oder wie der heißt. Sie ist die Reiche. Sie gehört, also der Vater von ihr hat diese Industriefirma, diese Roboter erfunden. Und ja, ich glaube, ich habe hier schon zu viel erzählt, nur von einem Spiel. Ich kann euch sagen, Sakura Wars ist ein tolles Spiel. Also wer eine Sega Saturn hat oder eine Dreamcast oder eine PSP, ich hätte auch gerne, es gibt für PSP eine Collection mit 1, 2 hätte ich auch gerne, aber die kostet 100 Euro. Ist mir dann zu teuer. Gibt es aber auch für den Sega Dreamcast, da kommen wir ja gleich noch zu. Dann kam, glaube ich, 1998 in Japan Teil 2 raus. Ich habe ihn später gekauft, aber auch eine 98. Auch wieder mit Sakura. Und genau. Wenn man diese Adventure-Elemente hat, zum Beispiel mit dem Antworten hier, je nachdem, wie man antwortet, hat das Einfluss auf die Freundschaften unter den Figuren. Zum Beispiel, Sakura ist verliebt in Ishagiro oder Ishiro. Und man kann aber auch mit den anderen ein bisschen flirten. Das hat aber alles dann Ausfluss auf Spezialattacken im Spiel. Aber keine Sorge, man kann da kein Drama machen. In Sakura Wars 1, 2 lebt man auf so einem Theatergelände. Und im Geborgenen ist dann diese Station, wo die Roboter sind. Also, sagen wir so, das Spiel ist so aufgeteilt. Man läuft mit so einer kleinen Figur, vielleicht kann ich es sogar irgendwo zeigen. Das Spiel so mit so einer kleinen Figur, mit so einer Chibi-Figur. Dann kommt dann auch so ein Aufrufezeichen, dann kommt eine Figur und redet mit dir. Dann kann man eine Frage aussuchen. Und wenn man negativ oder gut antwortet, kommt sie jeden Ton. Wenn man negativ macht, dann wie. Und wenn gut kommt, so ein Klingeln. Hier so ein Werbeplakat. Ich habe schon viel zu viel geredet und da hinten so eine Karte. Ich habe fast alle Teile durchgespielt, also die ersten drei auf jeden Fall.
Und ist genau dasselbe, ist wieder Adventure, Rollenspiel, Strategie. Und es ist spielbar auf jeden Fall. Und man versteht zumindest die Videosequenz. Ich habe auf jeden Fall immer Yakuza, sag schon wieder Yakuza, Sakura am liebsten gehabt. Und das habe ich auch ordentlich geschafft, dass es das auch so bleibt. Dann ist irgendwann mal so ein Fanartikel erschienen für den Saturn. Also das bringt einen gar nichts, wenn man kein Japanisch kann. Ich kann es ja auch nicht, also bringt es mir nicht. Da sind halt Live-Auftritte von der Sängerin bei und von den Synchronsprechern Sakura Wars, Hanagumi Tsuchin. Da war da halt nur noch so eine Saturn-Werbung und halt so, ich glaube, wie man halt außen kann, wie man am liebt dann. Wird dann auf jeden Fall Sakura auswählen. War auch meine Lieblingsfigur. Und hier ist dann noch Saturn-Werbung von 1996, glaube ich, gewesen. Emily Zero, Return Cop 2, Virtual On, ein Gundam-Spiel, Worldwide Soccer Edition. Das kenne ich nicht. Return Cop 1, Orga Battle, das kenne ich auch nicht. Fighting Vipers. Egal. Hard Arcade habe ich auch noch gesehen. Ich habe jetzt schon für die zwei Spiele so viel geredet. Also, ich habe das nur für die Sammlung gekauft. Verstehen tue ich da rein gar nichts bei diesem Spiel. Dann habe ich mir dann irgendwie das mal gefunden und günstig mitgenommen. Sakura Wars, nee, Hanagumi Taisen Columns. Das ist sowas wie Tetris. Auch spielbar, geht sogar zu zwei und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ist halt wie Tetris, halt in Sakura-Universum. Und ja, ist ein tolles Spiel. Kann man spielen, ist gut. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr eine Saturn habt. So, jetzt kommen wir zu den Jahre 2000 oder 2001. Sakura Wars wurde auch neu aufgelegt in einer besseren Grafik für die Dreamcast. Und ich habe es natürlich gekauft, war mir doch klar, dass ich mir das hole. Ist dasselbe Spiel eigentlich, nur verbessert worden. Die CD-Motive waren ein bisschen anders, hat man meine Kamera gesehen. Und hier war noch eine Spezialdisplay und Karten. Könnte ich euch eigentlich auch mal schnell zeigen. Hier, Sakura. Ich weiß die Namen, ich muss gleich mal gucken. Die ist aus Teil 3, die kommt erst zu und das, den spielt man. So, also war verständlich für mich, dass ich mir den gleich kaufe. So, jetzt mache ich mal kurz einen Schnitt, weil die Kamera voll ist. Und nun geht es weiter und zwar mit der Neuauflage von Sakura Wars 2. Selbe Spiel, hier ist auch das Poster drin, die CD ist schon rosa. Hier ist das Poster von Saturn nochmal drin. Und wieder Karten. Wenn ihr die auch. Na, ich wollte die. Ne, ich zeige dir. Dann irgendwas mit Teil 3. Ich weiß. Ich glaube, das war so ein Charakterdisk, wo man die Charaktere kennenlernt. Weil die wurden in Teil 3 ausgetauscht. Außer die Spielfigur Hishiko. Ich muss gucken, wie der heißt. Ihr fragt mich jetzt, woher ich überhaupt die Namen verstehe. Es gibt ein Anime auf Deutsch. Also, der hat nur deutsche Untertitel. Von 2003. Das ist zum Beispiel eine deutsche, obwohl sie aussieht wie ein Typ. Es ist eine Frau. Also ich kann nicht, ich finde auch das Lied dieses. Ich kann nicht singen. Ups, jetzt sind meine Karten runtergefallen. Das ist ärgerlich. Ich glaube, ich lasse die Karten jetzt auch drin. Weil es nimmt zu viel Zeit auf. Auf jeden Fall, so Sakura Wars 1, 2, wenn ihr Dreamcast habt und eine umgebaute, kauft euch das. Dann kam Sakura Wars 3 raus. Ich glaube 2004. Muss mal gucken. Ne, 2001 steht da. Okay, auch 2001. Habe ich mir auch gekauft in der Limited Collection. Und das Geile daran war, hier gab es so ein schönes Memory-Card-Teil. Mein elegantestes, was ich für den Saturn habe. Ich war erst mal ein bisschen enttäuscht, weil die ganzen Charaktere, die ich in den ersten zwei Teilen lieb gewonnen habe, waren weg. Aber diese Figur, die heißt, glaube ich, Erika. Das spielt, ach ja, genau, der dritte Teil, die ersten zwei Teile haben in Japan gespielt, der dritte Teil hat dann in Frankreich gespielt. Und ist genauso gut. Am Anfang dachte ich so, nee, die haben die Figuren ausgetauscht. Ich weiß nicht, wie die alle heißen, aber ich weiß, dass das Erika ist. Und Erika ist auch in die Spielfigur, die man spielt, verliebt. Hat übrigens drei Discs, der dritte Teil.
Die ersten zwei hatten, glaube ich, nur zwei. Ich glaube, hier stehen noch irgendwo die Namen drin. Also nicht auf Deutsch, aber man kann sie dann irgendwo lesen. Hier, das ist zum Beispiel, wo man mit der Figur dann in diesen Räumen rumläuft und dann mit den Leuten spricht und dann Entscheidungen trifft. Und da hat man eine positive, weil sie lächelt. Hier, da sieht man es nochmal besser mit den drei Figuren. Hier spielt man es auch in einem Theater. Also das Lager ist unter einem französischen Theaterversteck und ein Luftschiff. Und hier war ich echt traurig, wo das Spiel vorbei war, Ende. Da war das, der Abspann, den verlinke ich euch auch mal, hat so ein schönes Lied. Genau, man heißt Ishiro Ogami. Da steht es. Und das ist Erika Fontaine. Das sind alles Franzosen, glaube ich, in dem Teil gewesen. Aber auch ein tolles Spiel. Ich finde ihn sogar auf der Augenhöhe mit Teil 1 und 2. Und dann dachte ich ja eigentlich, es wäre vorbei, weil das Ende war so, man fährt mit dem Zug weg und das war's, dachte ich. Etwas später kam noch Sakura Wars 4 raus. Und das Geile an Sakura Wars 4 hat genau das gleiche wie die anderen Teile eigentlich auch. Ich mache mal kurz ein bisschen hier. Aber hier sind alle Figuren aus dem ersten und zweiten Teil dabei. Die Italienerin, die Japanerin, die Reiche, die aus Französin, die Deutsche, die Chinesin. Ist genau dasselbe eigentlich, alles aber nur nochmal verbessert. Aber der Teil hat, glaube ich, nur eine Diss. Die andere Diss hat irgendwas mit Sakura 3 zu tun. Den Teil habe ich aber noch nicht durchgespielt, weil ich damals dann meine Dreamcast abgeklemmt hatte, weil die kaputt war. Aber spiele ich noch. Auf jeden Fall. Und es gibt noch einen fünften Teil. Den habe ich leider nicht, weil der ist für die PlayStation 2 erschienen. Und die PS2 habe ich nicht umgebaut, weil ich immer Angst hatte, dann geht die kaputt. Der PS2 gibt so viele Spiele, die ich noch gerne hätte. Front Mission 4, Grandia 3. 2003, jetzt wollt ihr gerne wissen, warum ich so viel von Sakura was eigentlich weiß. Es gibt diesen Anime auf VHS und DVD mit deutschen Untertiteln von OVA 5, 16 Jahren. Tokio im Jahr 1990, die einzige Hoffnung, die Invasion der Dämonenarmee abzuwenden, setzt die Bevölkerung in die Neuentwicklung von Katsuki Heaven Industries, die frühere Hersteller von Dampfbetrieben und Mechs. Doch weltweit sind nur wenige junge Frauen mit speziellen Fähigkeiten in der Lage, diese stehenden Riesen zu steuern. Die Frauen bilden die kaiserliche Blütendivision. Erlebe Sakura Wars, die Bestseller-Videogame-Reihe mit Originaldesign aus den Federn von Kazuki Fukushima, Art My Gardens, unter der Regie von Takaaki Ishiyama, Trigun Kenshi Hayden als zehnteilige Anime-Serie, die vor allem durch ihre brillante Animation ihren hervorragenden Soundtrack hervorsticht. Alle 10 Episoden in diese 3 DVD-Box erhalten. Bonus-Bilder-Galerie. Ja, ist eine geile Serie, die gucke ich gerade auch. Kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr sie kriegt. Hier stehen nochmal die ganzen Charaktere. Die erste Disc ist ein DVD-Player hier. Habe ich mir damals auch nur gebraucht kaufen können. So, wer mal ein Spiel spielen will, den kann ich für die Nintendo Wii, ist das vor 2, 3 Jahren erschienen, ich glaube für 2, Sakura Wars, So Long My Love. Was mich an dem Teil sehr gestört hat, darum habe ich noch nicht durchgespielt, ich habe irgendwann mal mittendrin aufgehört, die haben auch wieder alle Charaktere ausgetauscht, man spielt sogar neun Helden, das hat mir gar nicht gefallen. Und ich finde die auch nicht alle sympathisch, ich finde zum Beispiel sie sehr sympathisch oder sie, aber bis jetzt hat es mir nicht so gefallen. Aber es ist genau dasselbe. Nur das Blöde ist, die haben das nicht eingedeutscht. Also die Anleitung ist in Deutsch, die Hülle ist auf Deutsch, aber das Spiel ist komplett in Englisch, was mich persönlich stört. Hier gibt es auch wieder dieses Freundschafts. Hier gibt es auch dieses Freundschafts-Ding, wo das dann wieder, je nachdem, wie man sich entscheidet. Hier hatte ich gerade die Batterien sind ausgegangen, deswegen musste ich jetzt hier weitermachen, also nochmal neu drehen. Also das ist dieses Freundschaftsbrett. Je nachdem, wie man dann antwortet, ist das dann mehr oder getrennt halt. Aber was hier neu ist, man kann jetzt in manchen sich transformieren in so ein Flugzeug. Das war in den anderen Teilen, glaube ich, nicht möglich. Ja, gibt es günstig? Probiert es mal. Ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt hier Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein bisschen lange. Aber naja, Sakura Boss wollte ich euch mal ans Herz näher bringen. Oder näher bringen, nicht ans Herz. Vielleicht gefällt es euch ja, wenn ihr auf Anime-Spiele oder Japan-Spiel steht. Guckt euch den Anime an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ich sage jetzt auf Wiedersehen. Ich habe mich gefreut, euch das mal vorzustellen. Ich hoffe, mein Video war euch nicht so langweilig. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Macht's gut, Leute. Tschüss.